Hey, willkommen zu einer neuen Folge bei The Sound of Joy. Heute geht es um regionale Lebensmittel im Winter, die man Rohkost verzehren kann. Viele denken ja, hey, im Rohkostbereich hat man keine Auswahl im Winter. Aber ich sag dir, das Ganze geht gut und auch regional. Ich zeig dir mal ein Foto von Lebensmitteln, die ich gerade beim Bauern eingekauft habe, hier in Franken. Also, da sieht man ganz viel Gemüse. Zurzeit esse ich kein Obst, deswegen habe ich jetzt keine Äpfel oder so eingekauft. Von den Lebensmitteln habe ich einen Salat gemacht. Es ging wunderbar. Ein paar Kräuter dazu, fertig. Ich habe hier noch eine Liste gemacht von den Lebensmitteln, die mir jetzt eingefallen sind, die im deutschsprachigen Raum regional zu kaufen sind. Äpfel, Birnen, Quitte. Ja, das sind so Obstsorten, die man im Winter auch bekommen kann. Dann geht es weiter mit Blattsalaten, Chicorée, Feldsalat. Das sind so die Blätter. Und dann gibt es natürlich auch viele Kohlsorten. Ja? Also Chinakohl zum Beispiel, Grünkohl, Rotkohl, Weißkohl. Möhren gibt's, Lauch, Rettich, nicht tote Beete, sondern rote Beete. Tot ist, wenn es gekocht ist, dann ist es tot. Rote Beete, Schwarzwurzel, Zwiebeln. Also das ist alles regional, ja? Das ist alles im deutschsprachigen Raum erhältlich. Zu den fetthaltigen Lebensmitteln. Walnüsse, Haselnüsse, Sonnenblumenkerne geht auch wunderbar. Ich habe hier auch in meinem Bild viele Walnüsse dabei. Ja, mein Vater hat einen Walnussbaum. Da kriegen wir immer was ab. Das ist echt genial. Kann man schön Walnüsse knacken. Und es gibt natürlich auch stärkehaltige Lebensmittel. Ja, die kannst du dann zu Sprossen werden lassen. Buchweizen, Braunhirse, Linsen. Ja, das geht alles im deutschsprachigen Raum. Und man bedenke auch die Wildkräuter. Gerade hier, wenn ich mich umgucke, jede Menge Wildkräuter hier, ja, wenn man sich mal so umschaut. Jetzt der Winter in Deutschland, der ist ja jetzt nicht so wie in Sibirien oder was. Also wir haben jetzt hier keine minus 40 Grad oder was. Also wir haben hier auch noch Wildkräuter. Und ich will ja sagen, es ist auf jeden Fall möglich, sich zu einem Großteil von regionalem Obst und Gemüse und sonstigen Lebensmitteln hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum zu ernähren. Und du musst auch nicht alles 100% machen. Ja, du musst nicht 100% Rohkost machen, du musst nicht 100% regional, du musst nicht 100% saisonal. Wichtig ist, gib einfach dein Bestes. Okay, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr habt das Video geholfen. Mein Arm wird langsam schwer. Bis zur nächsten Folge. Ciao.